Ja, der Ertrag bei Gerste ist ja sehr ja, bescheiden. Das ist halt echt deprimierend. Das hat hier nicht so funktioniert. Du kannst im Prinzip erstmal alles brach liegen lassen, damit der Ertrag wieder hochgeht. Das ist sehr bescheiden. Die Mühle im Lebensmittellager, da habe ich jetzt mittlerweile... Wo ist es denn? Das Lebensmittellager. 169 ist erst gefüllt, also ne, da ist sehr viel Platz. Und die Mühle ist immer noch am Laufen, aber es passiert einfach nichts. 233 Roggen. Das ist schon deprimierend. Hier passiert immer noch nichts, obwohl ich es auf Maximum Priorität gesetzt habe. Hier ist immerhin jetzt ordentlich Feuerholz. Nahrung 6 Monate. Aber nur Äpfel. Guck dir das an. 483 Äpfel. Das heißt, ich könnte tatsächlich eine dieser beiden großen Plantagen platt machen, und damit ich mir ein bisschen mehr Platz schaffe. Weil ich wollte hier einen Marktplatz hinmachen, weil die kommen ja nicht in den Viertel, den Scheiß hier mal wegzutransportieren. Und bevor das Zeug hier nicht abtransportiert ist, kann ich nichts bauen. Jetzt ist natürlich jetzt die Preisfrage, was besser wäre. Hier mittendrin? Oder hier? Weil eigentlich müsste hier reichen, weil ich komme ja hier rum und runter eben nicht. Nö, kannst du ruhig fragen. Man kann gar nicht... doch, man kann bestimmen, was eingelagert wird. Warte mal. Da kann man es bestimmen. Accepted goods. So, und wie man sieht, Roggen ist dabei. Ja? Vielleicht hat der Programmierer auch einfach nur was übersehen und hat es nicht freigeschaltet, dass die Mühle halt Roggen nicht mahlen kann. Ich weiß es nicht, das wäre ziemlich blöd, weil ich mich darauf jetzt extra verlassen habe und einen Punkt extra hier reingekloppt habe, damit ich mit den Feldern nicht so viel Platz verbrauche. Weil ob ich jetzt hier 49% habe oder 87%, das ist immerhin ein ordentliches Stückchen mehr. Dann brauche ich auch nicht so viel Feldfläche. Aber irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. Und jetzt bin ich am Überlegen, wie gesagt, wegen der ganzen Äpfel. Weil das Problem ist ja auch, die Leute wollen ja Nahrungsmittelvielfalt und nicht nur Äpfel essen. Ne? Das sieht man ja auch hier. Mindestens 3 verschiedene Arten von Nahrung hätten die gerne. Wenn nicht, sind die nicht ganz so zufrieden. Ich habe es ja jetzt auf einfach gestellt. Normalerweise würden die meckern und die Zufriedenheit würde in den Keller gehen, wenn die da nur Äpfel zu essen kriegen. Und das sieht schon ziemlich bescheiden aus. Das ist halt das Blöde. Herr Bogner ist noch nicht fertig. Alter. So, jetzt haben sie mal das Lagerhaus hier fertig. Jetzt muss ich hier nochmal aufrüsten. Das wäre sonst viel zu kleiner Ding. Das hier haben sie auch noch nicht gemacht. Den haben wir noch nicht. Mann. Ich kapiere es halt nicht, wo jetzt gerade der Schuh drückt. Warum hängt das hier so in den Seilen? 3 Monate Brennholz. Upload ein Ei, genau. Wortwörtlich. Ich habe mich auch mit den Eiern schon gewundert, warum die so wenig Eier übrig haben. Die essen Eier ohne Ende. Ne, jetzt guck mal. Ich habe nur 27 Eier. 27? Ich habe aber... Wo ist es denn? Hühnchenstelle habe ich 1. 2. 12, 13.
Ich habe 13 Hühnerställe und 13 Hühnerställe bringen nur 27 Eier. Wohlgemerkt, irgendwas stimmt da nicht, oder? Ich bin ja jetzt nicht so der Bauer. Aber ich glaube, ein Huhn legt, glaube ich, ein bisschen mehr als 2 Eier im Monat oder so. Eher 2 am Tag. Oder alle 2, 3 Tage, weiß ich ja nicht. Aber, wie viele Hühnerställe muss man da bauen? 50? Für ein paar Eier übrig zu haben? Ich weiß es nicht. Kommt mir ein bisschen spanisch vor. Vor allem Fleisch minus 2. Ja, wow. Die Mühle ist noch nicht fertig, aber es liegt immerhin Holz da. Den Scheiß haben sie noch nicht weggemacht. Der ist noch nicht fertig. Der ist noch nicht angefangen. Gottes Willen. Ach, hier sind auch noch Hühner. Habe ich die eben schon mitgezählt? Weiß ich nicht. Nee, hier sind noch Hühner. Also, ich habe so viele Hühner. Aber es kommt kein nennenswerter Betrag an Eiern raus. Ich weiß nicht warum. Und der Roggen ist immer noch nicht gemacht. Und die Mühle müllt immer noch, malt. Bewegt sich. Ich habe auch extra nochmal Transport-Dings gebaut hier. Das dauert auch nochmal Ewigkeiten, bis da was kommt. Ich könnte ja nochmal da Ochsen anordern. Das ist echt schwierig. Ich habe das Gefühl, als wenn ich mindestens mal 3-mal so viel Viecher bräuchte, um das Zeug zu bewegen. Dass es irgendwie daran liegt, weil zu wenig Viecher da sind. Weil Leute habe ich immerhin 6 Stück und es passiert immer nichts. Das ist schon ein bisschen schwierig. Vielleicht bin ich so blöd oder ist es nicht richtig gebalanced? Ich weiß es nicht. Andere kriegen es ja besser hin. Also muss es an meiner Blödheit liegen. Ich habe es vielleicht falsch gebaut hier. Schlechter Zugang. Ich weiß es nicht. Also Brennstoff 4 Monate wäre gut. Weil ich der Marktplatz hier fängt jetzt auch schon an sich zu füllen. Den habe ich mal absichtlich kleiner gemacht. Ich habe nur 42% Nahrungsmittelvielfalt, ne? Also mir fehlt definitiv Brot. Da bin ich ungefähr bei 60%, schätze ich mal. Aber nützt mir nichts. Ich habe ja jetzt auf Roggen gesetzt und muss jetzt erstmal die nächste Ernte abwarten. Das heißt also auf Deutsch, das nächste Jahr. So lange haben sie nur Äpfel zu essen und ein paar Eier. Und das Gemüse, ich verstehe es nicht. Ich kapiere nicht, dass die so verdammt wenig Gemüse abwerfen. Ja, die sind doch riesig. Es sind da riesige Flächen hier, aber es passiert nichts. Das ist der kleinste. Nee, das ist der kleinste Apfelbauer. Den ändern wir mal. Den ändern wir in Gemüse. So. Der hat nix. Der hat Schafe. Quatsch. So. Geistbock. Es ist ein bisschen blöd. Der hat schon wieder Hühner. Da können wir noch Gemüse machen. Das Brei. Da können wir noch Gemüse machen. Schneiderei im Bau. Der ist auch seit einer Stunde schon dran und hat das noch nicht fertig. Es gibt's doch alles nicht. Fast 400 Brennstoff, das ist gut. Alter, guck dir die Äpfel an. 463 Äpfel. Das ist Wahnsinn. Also wenn ich von allem 460 hätte, ne, dann wäre ich mal sowas von happy. Aber ich hänge komplett hinterher mit allem. Das ist grauenhaft. Gibt's doch gar nicht. Ich bin jetzt aber schon bei, ja, Maximum. Ich muss nochmal Wohneinheiten bauen. Aber die transportieren hier nicht weg. Das ist grauenhaft. Dann müsste ich die nochmal hier hinkloppen. Hier habe ich mir auch verbaut. Den hier wollte ich, oder hätte ich besser gerade gesetzt, damit ich die Straße hier rüber kriege. Das macht so keinen Sinn, ne?
Macht so keinen Sinn.